Und willkommen zurück. Willkommen zurück zu einem neuen Star Citizen Video mit dem Steinchen. Es ist übrigens noch immer Free Flight, das heißt, Spieler können das Spiel gratis ausprobieren und gratis Raumschiffe ausleihen. Und genau das habe ich mir jetzt auch angetan für euch quasi. Ich habe mir einen Stealth Bomber ausgeliehen, wie es der Name vom Video schon sagt. Die Age is Eclipse und da steht schon das Beauty, die Black Beauty. Es ist ein Stealth Bomber. Nicht mehr, nicht weniger. Schaut das nicht geil aus? Also ich zoome da gleich mal aus, damit ihr seht, wie groß der eigentlich ist. Es ist ein Ein-Mann-Schiff eigentlich. Wahnsinn. Ja, es ist Ein-Mann-Schiff. Und es hat eigentlich eine sehr bescheidene Bewaffnung an. Es hat drei, ich wiederhole, nur drei Torpedos an Bord. Das sind aber Klasse 9. Drei von den Stück bringen ein Hammerhead normalerweise um. Dann hat sie zwar noch zwei kleine Gatling-Guns an Bord, die aber momentan eingefahren ist. Und der Bombenschacht ist auch zu. Das kann ich euch dann gleich sagen, wie der ausgeht. Das ist sie, die Aegis Eclipse. Kostet in echtem Geld rund 300 Euro und ist in-game für die Kleinigkeit von 3,4 Millionen zu haben. Open Pilot Canopy. Falls mein Cockpit auspackt. Open Ladder. Ach, sie ist so schön, aber Wahnsinn. Wir machen Enter Pilot Seat natürlich. Ah! Oh, Cockpit geht zu, blaue Beleuchtung. Herrlich, oder? Schaut euch die Details an. Schaut euch die Details an. Blaues Licht. Wie ist es für ein Bomber? Eben. Ist für ein Bomber halt so ist halt, ne? Wie dem auch sei, wir switchen die Systeme an und zack, alles in grün. So cool, oder? Ja, dann Schubregler ein bisschen zurück und wir starten da mal. Und jetzt kommt das Geilste nämlich. Wir starten da mal, wir starten, fliegen ein bisschen weg von der Station. Mit dem wunderbaren Feuerwerk im Hintergrund zeige ich jetzt was Cooles. Ah, das Landefahrwerk fährt ein und wir sind quasi ab E52 im Weltraum. Ist das nicht schön? Sie ist so schön, das ist jetzt sehr viel Eye Candy. Der Bombenschacht ist offen und ihr seht, warte, ich probiere das Schiff ein bisschen in die Sonne zu drehen. Ich sehe dort die zwei Gatling Guns und den Bombenschacht mit drei Klasse 9 Torpedos. Drei von den Stück bringen ein Hammerhead um. Wir brauchen den Bombenschacht aber momentan nicht und verschließen das. Auch die Gatling Guns gehen rein. Sehr gut. Da kommt ein Schatten auf uns zu. Was ist der Schatten? Ah, die Sonne geht unter. Und der Everest Harbor ist da irgendwo im Schatten. Wie dem auch sei, wir geben mal Schub. Ganz andere Steuerelemente, wie man sonst gewohnt ist. Wunderbar, also gut. Ihr seht, jetzt geht relativ viel wenig, weil die Beleuchtung ist, aber das gehört so. Was man jetzt mit den Torpedos machen kann, ist, ich empfehle auf Player Bounties zu gehen. Nur leider die Stock-Variante von der Eclipse, die man sich ausleihen kann, keinen guten Quantum Drive. Der ist relativ schnell leer. Deswegen kann ich ja nicht wirklich weit fliegen. Deswegen habe ich mal ECN-Mission rausgesucht. Wir sind im Raumschiff. Also für das kleine Taschengeld von 300 Euro ist... Für 300 Euro ist die Euro... Ist die Euer quasi. Ja, das taugt mir schon mal nicht. Clear Routes. Wäre toll, wenn ich einen Orbital Marker bekommen würde, aber bekomme ich keinen. Macht nichts, dann fliegen wir mal da
nochmal Vollgas in diese Richtung. Können wir es nochmal beobachten. Sie schaut schon schön aus. Bist du deppert. Wirklich ein schönes Schiff. Jetzt kommt auch der Havoc online, mit dem wir später noch ein bisschen im Stream spielen. Ja, ich stelle gerade meine tausende YouTube-Verfolger die Eclipse nochmal vor. Tausende? Du übertreib halt nicht. Wir wissen, dass du alle Millionen hast. Mindestens. Und mein Quantum Drive ist verbuggt. Ach ja, Windows 10 ist schon schön für, ich nenn's mal Gaming-Computer. Es ist, das Problem war, mein Joystick ist nicht irgendwie kaputt oder es ist irgendwas kaputt. Nee, Windows meint, seit gestern, lass mal auf einmal die Energiespar-Option umstellen. Jedes Mal, wenn ich jetzt mein Joystick, sage ich mal, aktiviert habe, hat Windows gemeint, ach ja, der ist ja nicht mehr da, kann ich deaktivieren, passt schon. Ja, und jetzt springen wir mal vom Planeten weg, nach dieser wunderbaren Geschichte vom Havoc, was keiner auf meinem YouTube-Channel wahrscheinlich interessiert. Ja, und jetzt haben wir direkte Sicht auf den ECN-Alert. Mit B haben wir einen Quantum Drive rein. Dann springen wir mal nach ITA, dem Planeten, was kein Planet ist, sondern ein Mond. Was ein bisschen stört bei der Eclipse ist, dass das Cockpit blendet. Das Cockpit-Glas blendet, man sieht es da oben ein bisschen. Nein, gefällt mir nicht. Ah, ich bin schon eine Runde mit der Hammerhead geflogen, bist du deppert. Das ist so träge. Wo bist du? Bist du im höchsten System dann? Nee, ich war doch erst wieder im Hangar 18 und konnte doch nicht abheben. Okay. Also ich komme dann jetzt. Okay, rein. Ja, ich mach noch einen ECN-Alert. Ich glaube eigentlich. Mit meine Klasse 9 Torpedos! Was? Ich glaube, ich gehe erstmal Abendessen. Ich probiere jetzt noch aus, ob er jetzt endlich wieder funktioniert und dann glaube ich, gibt es erstmal Essen. Ah, okay, mach das. Interessiert deine YouTube-Millionen auch nicht, ist mir egal. Das heißt, du müsstest auf YouTube live sein, oder wie? Nein, ich bin nicht auf YouTube live, aber ich exportiere dann das Twitch-Video, weißt? So. Auf Twitch bin ich live. Yay. Eine kommt zu. Jetzt sind es zwei. Also yay. Du kannst da was in den Chat reinschreiben, dass er lebendiger ausschaut. Wo ist der Chat? Okay. Oh, gar nicht mal so eine große Verzögerung. Irgendwie 5 Sekunden oder sowas. Nee, nicht mal. Nicht mal 5 Sekunden Verzögerung, ja. Wo ist jetzt mein Mission? Aha, die Mission ist weg, wir akzeptieren nochmal den ECN-Alert, warum auch immer der weg war. Naja. Und man kennt in der Clips nicht, ob man raufgespult ist oder nicht, der Quantum Drive, man hat da keine Anzeige, oder ich habe sie noch nicht gefunden wahrscheinlich. Ich bin doch, da ist sie doch, also ich sehe sie gerade in deinem Stream. Ja, und jetzt da schon. Oben steht's doch. Aber das ist wieder nicht Spooling komplett. Ich erkenne es gerade nicht, weil die auf dem Stream. Ja, das Spooling ist aber nicht drin. Ist ja wurscht. Wie dem auch sei, wir machen wieder unseren. Also, Bombenschacht ist ja offen. Na, Bombenschacht auf, natürlich. Wir Bombenschacht auf. Und wir fliegen dann zu unserem Ziel, Cruise Control aus. Das Schöne ist. Wir brauchen eigentlich nur unsere Bordwaffen. Nicht. Unsere Bordwaffen brauchen wir nicht. Okay. Ah Gott, das haben wir gelockt rein. Ja, er hat nur zwei Gatling-Guns an Bord, die sind für gar nichts eigentlich wichtig, sind nur die drei Torpedos, die wir da in unseren Schacht mit haben. Ich versuche Sauerbild zu machen, wenn wir so ein Torpedo abschießen. Die Außenansicht aufzunehmen quasi. Protect the civilian. Ja. Wo ist jetzt der Feind? Also mit dem Radar bin ich auch noch nie geflogen. Aber der Feind hat. Ah, jetzt haben wir da. Ah, da. Also wir haben schon auf 3 Kilometer Missile Lock.
Wunderbar, wenn's kommt. Komm, 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 Baby. Come on. Wir wollen uns einen Abstand halten. Jetzt haben wir den Lock und jetzt. Na? Ja, 1,50 Meter Abstand, wichtig. Und weg ist der Rakete, der Torpedo. Das ist eine Constellation Andromeda, aber mit einem Schuss ausgeschalten. So. Wieder in das Target Lock. Oh nein, der ist näher dabei. Da müssen wir ein bisschen Meter gewinnen, weil mit den Gatling Guns würde nicht beschießen. Und jetzt wenden wir. Das sind immer viel negative Gs natürlich. Wir sind 4 Kilometer weit weg. Hauen uns den Missile Lock rein. 5 Kilometer, das haben unsere Torpedos locker die Reichweite. Komm schon, Baby. Der Missile Lock dauert ein bisschen. Jetzt haben wir. Komm, Abschuss. Nein, mit der Außenansicht funktioniert das mit den Torpedos anscheinend nicht. Wie dem auch sei, mach's gut, Dirk Anderson. Oder ist vorbeigegangen der Schuss? Das ist natürlich schlecht. Brauche ich wieder einen neuen Missile Lock. Da wird jetzt beschossen auch noch. Ja, der Scheiß ist, man hat 3 Torpedos und wenn die verschossen sind. Jetzt haben wir einen schönen Start gesehen. Mach's gut, Mr. Anderson. Kill. Und jetzt haben wir noch ein Schiff und wir haben keine Torpedos mehr. Das heißt, unser Stealth-Bomber hat seine Aufgabe leider verschissen, weil er einmal vorbeigeschossen hat. Jetzt kann ich den mit der Gatling-Tour jetzt ausmachen. Das ist Andromeda und der wird 5000 Schuss wahrscheinlich aushalten. Ja, ich kann leider nichts machen, außer mit meinen Gatling Guns da drauf halten. Und ihr seht, ich trifft fast wenig bis gar nichts. Und ohne Zielautomatik so ist sie auch noch die Gatling Guns, also es wird. Ich kann das Rahmen des Schiffs probieren wahrscheinlich. Es ist halt der Bomber und wenn die Torpedos, die 3 Torpedos, was man an Bord hat, weg sind, dann sind die weg und das war's. Also die Eclipse ist in meinen Augen wirklich nur Bounty Hunting für Player gut. Aber für solche Missionen geht ein Torpedo vorbei, ist für nichts. Jetzt habe ich ein Frontshipboard herum. Hat er mein Weapon-System destroyed, okay. Toll, meine Schilde auf vorn bitte geben. Ja, jetzt verlieren wir das. Also keine Chance im Nahkampf bitte. Ja, Schild down. Wir ejecten. Whee! Stein hier hat ejected. Und wir probieren dort im EVA zum Ausschalten. Vielleicht funktioniert das. Wir gehen da jetzt bei dem Feind an Bord. Also er haut jetzt ab, aber ich glaube die CPU ist nicht so gut. Oder er schießt mich ab. Keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Du hast mich besiegt. Nein, jetzt fliegst du weg. Und ich bin tot. Das war's. Das war die Eclipse leider. Besser geht's nicht. Wie schon gesagt, die Eclipse ist ein wunderschönes Schiff, kostet sehr viel Geld und für das, dass es ja nur 3 Schuss hat, ist es meiner Meinung nach nicht wert, diese zu kaufen. Und schon gar nicht für $300 oder 350 Euro oder sowas. Tut das nicht, meine lieben Freunde. Kauft euch was anderes, was Vernünftiges. Außer ich hab's Geld zum Schweinefüttern, dann haut's es aus, ist mir ja wurscht.
Passt, liebe YouTube-Zuschauer, das war's mit der Eclipse. Wollte ich euch zeigen, einen kleinen Bombi-Run. Zweimal hat es funktioniert, einmal haben wir vorbeigeschossen. Das war's. Bis zum nächsten Mal, euer Steinchen.